Sie wissen ja, die Holländer, das ist echt ein Fahrradland. Es ist eben flach. Der Nachteil aber ist, dass der Wind grundsätzlich von vorne kommt. Wenn Sie allerdings hier zum Beispiel im Schwarzwald fahren wollen, da haben wir was für Sie, das ist vom Feinsten. Und ich teste es auch gerade schon hier. Der Carsten testet. Hör mal, Harry, ich bin noch nie in meinem ganzen Leben. Hallo erstmal auch von meiner Seite übrigens, auch wenn ich ihn zwischendurch mal beim Fahrradfahren den Rücken zudrehe. Ich glaube, Harry, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so komfortabel und so relaxed mit einem Fahrrad unterwegs gewesen. Erst recht nicht, wenn man vielleicht mal im Bergischen wohnt, wo es dann also auch gelegentlich mal bergauf geht. Da hast du natürlich jetzt hier mit dieser Akkuleistung, die den Tritt einfach verstärkt, eine tolle Möglichkeit, mal ganz entspannt ans Ziel zu kommen und von A nach B zu fahren. Das ist genau dein Ding, oder? Ja, dieser Motor, der dieses kleine Gerät antreibt, hat 250 Watt. Und der Akkuleistung, wenn er voll geladen ist, reicht für 70 Kilometer Fahrt. Das bedeutet einfach, es hilft Ihnen, einen kleinen Hügel raufzufahren. Ja. Es hilft Ihnen einfach, bei leichteren Treten gut vorwärts zu kommen. In Holland sind die E-Bikes schon lange, lange im Geschäft. In den letzten Jahren erst fängt man hier in Deutschland auch damit an. Und das Ideale an dem Fahrzeug ist, vielleicht sollten wir es doch noch mal umdrehen, damit wir diesen Mechanismus hier sehen. Das ist schön leicht, das ist schön leicht, gängig schön leicht, das ist einfach komfortabel. Und ein super Artikel, um einfach auch mal im Urlaub, beim Camping zum Beispiel, in der Campingmobil, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, würde ich mal eine schöne Radtour zu machen, ohne dass ich gleich nach 10, 15 Kilometern, können wir mal irgendwo einkehren oder was. Hier hast du eine bis zu dreimal stärkere Trittleistung und das bis zu 25 Stundenkilometer. Ich bin damals als Teenager Mofa gefahren, das ist schon eine ganz beachtliche Geschwindigkeit. Ja, nicht nur das, sondern Sie brauchen trotzdem keine Versicherung, also keine Nummernschild hinten dran. Richtig. Sie brauchen keinen Führerschein dafür. Es ist noch nicht einmal Helmpflicht, obwohl ich grundsätzlich einen Helm trage, wenn ich Rad fahre. Dieses Rad ist zusammenklappbar mittels diesen Scharnieren hier und dort. Ja. Das heißt, Sie können es ganz klein falten, also nimmt es sehr, sehr wenig Platz weg. Ich sehe solche Fahrräder häufig, ehrlich gesagt normale Fahrräder, ohne den zusätzlichen Akku in der Bahn. Da sind viele Herrschaften, die also die längere Strecke von mir aus mit der Bahn zurücklegen, um aber dann vom Bahnhof dann bis ans Ziel zu kommen. Kannst du ein teures Taxi bezahlen, kannst dich mitten in der Nacht abholen lassen oder du nimmst ein Fahrrad. Und wenn man sich jetzt natürlich mal den Preis dazu anschaut, werden Sie feststellen, der Preis für unser E-Rädle liegt ungefähr durchaus in einem vergleichbaren Rahmen, wie auch ein normales Fahrrad ohne Akku liegen würde. Finde ich Spitzenklasse. Ja, und das Ganze ist noch mit einem sehr, sehr ergonomisch geführten Sattel, einem sportlichen Sattel mit Geleinlagen hier. Ja. Das ist ganz wichtig, dass man also gut und bequem sitzt. Ja. Und dieses Rad ist mit einem Sechsganggetriebe. Richtig. Und nicht irgendein Hersteller. Wir reden hier von einer Shimano TZ Sechsgangschaltung. Also das ist wirklich ein absolutes Top-Niveau. Übrigens denkbar einfach, nicht mit so einem Ritschratsch-Mechanismus, sondern einfach mittels des Daumen hochzuschalten und mittels des Zeigefingers, wie so eine Revolverschaltung quasi, dann auch schon wieder runter. Wir haben natürlich auch das Display mit dabei, zeigt Ihnen die Geschwindigkeit, den Maß der oder den Grad der Unterstützung durch den eingebauten Akku hier an und selbstverständlich auch die Gesamtzeit, wie lange der Akku tatsächlich noch hält. Nicht, dass du da auf halber Strecke am Berg auf einmal merkst, ups, der Akku ist aus und dann kommen sie von hinten und überholen dich wieder. Ne? Nein, nein, das ist so richtig. Man kann natürlich dann auch einkehren, man nimmt sein Ladekabel mit und man steckt es dann einfach in die Steckdose und man kann dann das ist der in Punkt. Ein Gasthaus gibt es nämlich schon Radladestationen. Das gibt es schon? Ja, ja, klar. Ja, bei uns ja. auch oder habt ihr noch nee, nee, Holländer das? Nee, hier bei, sogar bei mir, wo ich wohne, in Senden, bei Café Grotthus, die haben eine Radladestation. Das gibt's doch gar nicht. Ja, da hängt mein Rad dann immer dran, weil ich fahre ein großes E-Bike, weil ich nehme das ja in mein Wohnmobil mit. Ja. Ja, das ist natürlich viel kleiner und wenn man das zusammenfalten kann, dann nimmt es ja noch weniger Platz ein. Richtig. Wäre eigentlich ideal. Für alle Camper, Wohnmobilisten oder Leute, die einfach sagen, ich möchte nicht so einen Radständer am Auto haben, sondern ich möchte das einfach im Kofferraum legen. Ganz genau. So, man kann das Ganze natürlich auch abschließen, weil solche Akkus natürlich auch bei den Langfingern ausgesprochen begehrt sind. Entweder Sie nehmen den Akku mit, was ich Ihnen empfehlen würde, der wiegt nicht wirklich viel und trägt nicht wirklich auf, oder aber Sie schließen das Batteriefach einfach ab, wenn Sie irgendwo einkehren oder wenn Sie mal irgendwo eine kleine Rast machen möchten. Ansonsten ist alles mit dabei, was man haben muss. Du kannst den Sitz auch ganz komfortabel hier mit diesem einen Schalter locker mal auf einen Meter Höhe auf deine Körpergröße anpassen. Das kann man also wirklich
wirklich stufenlos einstellen. Lenker genauso. Dann haben wir natürlich auch einen Gepäckträger mit dabei. Beleuchtung, zweimal Bremse vorne und hinten, die übrigens sehr zuverlässig sind. Eine 50er Felgenhöhe mit allen entsprechenden Komponenten im Rahmen der Straßenverkehrszulassungsordnung. Also ganz ehrlich, das ist ein richtiges Highlight hier. Da bin ich selber noch heiß drauf. Ja, bei diesen Geräten ist es halt eben so, dass es kein Elektrofahrrad ist in dem Sinne, dass wenn ich Gas gebe an einen Hebel, dass er vorwärts geht, sondern der Motor springt erst dann an, wenn ich in wenn ich in die Pedale trete. Dann ist es ein sensorgesteuerter Motor mit 250 Watt, der einem dann in drei Stufen unterstützt. Und nochmal, und das eben bis 25 Stundenkilometer, das ist wirklich schon mal eine richtige Hausnummer. Und ich muss hier gar nicht wirklich viel tun. Ich trete einmal und normalerweise würde ich für die gleiche Strecke wahrscheinlich zwei, dreimal schwer in die Pedale treten müssen. Und ich komme hier sofort auf Geschwindigkeit. Ich traue mich gar nicht mal richtig reinzutreten hier ins Studio. Das ist schon Spitzenklasse. Super. Haben wir in Weiß, haben wir aber natürlich auch in der Farbgebung Schwarz, für die, die es etwas dezenter wollen. Ne? Richtig. Also wer dann mit einem schwarzes Fahrrad unterwegs sein möchte, kann das dann auch entsprechend tun. Wir haben cool, jetzt hier das Weiße, das Schwarze zuerst mal vorgestellt. Das hat die Bestellnummer NX7103569. Und jetzt haben wir das Weiße, was wir hier installieren. Kostet genauso viel, hat die NX7104 und die 569. Mhm. Und der Preis liegt unter 600 Euro. Ja. Sie sparen, warte mal, das muss ich mal vorlaufen, 569,05 €. Das ist mal eine Hausnummer. Das ist wirklich eine Hausnummer, das kann man wirklich sagen. Also weit unter 600 Euro. Ja. Ja, es ist ein Phänomen, dass man diese Fahrräder so herstellt. Ich würde Ihnen dann empfehlen, eine kleine Markierung zu machen hier und da, damit Sie wissen, wie Sie hoch Ihr Sattel stellen können und sollen, damit es wieder passt. Und dann kann es einfach losgehen. Und ich empfehle Ihnen, wenn Sie zu Hause sind, Ladegerät ranschließen an diesen Akku und der Akku auch über Winter immer am Netz lassen, wenn man es nicht braucht, damit er nicht tiefenentlädt. Mhm. Und weil man kann an die Akkus nämlich auslesen, was alles damit passiert ist. Ich habe das mal machen lassen. Ja, okay. Und dann kann man wissen, so viel Entladungen, so viel Beladungen, so viel wieder aufgeladen, wie viel Tiefenentladung, weil das schädigt einen Akku. Okay. Also deswegen sollte man auch immer seinen Stecker schön ins Ladegerät haben, damit das immer auf ein gleiches Niveau bleibt und dann geht er 100.000 Kilometer mit. Oh Wahnsinn, bis dahin habe ich Oberschenkel wahrscheinlich wie Lance Armstrong in seinen besten Tagen hier. Und nein, die bekommst du eben nicht, weil du brauchst nicht mehr so fest treten. Da hast du auch wieder recht, nimmt mehr also, die Arbeit ab. Ne? Es ist ein Bewegungswunder, es hilft einem, man hat grundsätzlich auch auf ebener Fläche das Gefühl, man hat Rückenwind. Ja. Das ist ein guter Vergleich übrigens. Das Gefühl habe ich hier mitunter auch. Schauen Sie mal, ich bin natürlich in meiner Jugend Fahrrad gefahren, ist doch ganz klar, ich fahre heute mit meinem Sohn Fahrrad. Ich sage Ihnen nur ganz ehrlich, wenn der Kleine da also mal ordentlich in Pedale tritt, dann muss ich schon als Erwachsener richtig hinterher, damit ich da überhaupt noch mithalten kann. Jetzt habe ich wenigstens mal eine realistische Chance. Und ich bin sogar in der Lage, mir das jederzeit mal klein und kompakt zusammenzufalten, indem ich hier einfach nur diese Arretierung löse, indem ich den Sitz runterklappe, den Lenker runterklappe und dann kann es auch schon wieder losgehen. Darf ich noch mal, Harry? Ja, ich fahre da so unheimlich gerne mit. Das macht so einen unglaublichen Spaß. Übrigens, out of box ist das gute Stück einsatzfertig, wenn es zu Ihnen nach Hause kommt, nach ungefähr 10, 15 Minuten. Wenn Sie ungeübt sind und das erste Mal einen Schraubendreher in der Hand haben, lassen Sie es mal 20 Minuten sein. Aber ganz ehrlich, das gute Stück hast du zweimal zusammengesetzt, dann weißt du genau, wie es funktioniert und dann ist es relativ schnell auch einsatzbereit. Das, was man braucht, wird natürlich alles mitgeliefert. Das ist ein Knaller, hör mal hier. Wirklich ganz einfach, zack, ich merke es gar nicht großartig, dass ich trete. Komplett zulässiges Gerät. Es hat nämlich die entsprechende Beleuchtung, es hat die entsprechenden Reflektoren an den Rädern, es hat die entsprechenden Kotflügel oder Spotboarden, wie wir sagen, diesen Spritzschutz über den Hinter- und Vorderrad. Und somit kann man sogar im Dunkeln sicher fahren, obwohl ich sogar auch am Tag empfehle, das Licht anzumachen. Alles, was hilft, dass man gesehen wird, ist vom Feinsten. Das ist der Punkt. Ich möchte noch mal bitte betonen, dass wir hier völlig versicherungsfrei
emissionsfrei unterwegs sind. Wenn man hört 25 Stundenkilometer, denkt man natürlich ein Stück weit auch an diese typischen Mofa-Schilder. Ich muss mich früher selber damit auseinandersetzen. Braucht man hier nicht. Man braucht auch keinen speziellen Führerschein, egal wie alt Sie sind, egal wann Sie Ihren Führerschein an anderer Stelle gemacht haben. Und Sie können auch theoretisch, noch ist es in Deutschland möglich, ohne Helm fahren. Aus Gründen der eigenen Sicherheit empfehlen wir natürlich, da vielleicht auch noch einen passenden Helm vielleicht gleich mitzubestellen, wenn Sie noch keinen da haben. Da haben wir gleich noch ein richtig tolles, schönes schwarzes Modell. Ein richtig spaciges Teil haben wir. Ja, und wir haben einen Gepäckträger drauf mit so einem Bügel. Ah, Moment, so, Vorsicht, so, da kann man dann also was einklemmen. Da kann man seinen Einkaufskorb hinten drauf machen. Und das ist dann praktisch, um morgens früh die frischen Brötchen zu holen. Und Sie sehen auch den Reflektor hinten, der mit Katzenaugen ist und natürlich dann mit LED-Beleuchtung. Auch ein Ständer ist im Lieferumfang mit einbegriffen. Und natürlich, er hat die Backenbremsen für vorne und hinten. Das ist super, das ein Teil. Ein komplettes Fahrrad, klein, aber fein zusammenlegbar. Und das mit einem Preis von weit unter, was haben wir gesagt? 569 Euro, ein paar gequetschte haben wir im Programm. Euro. Ja. Bestellnummer ist für dieses weiße Gerät die NX7104569. Aha. So, macht richtig Spaß, damit umzugehen. Ich kann es Ihnen wirklich nur empfehlen, jeder, der schon mal auf einem E-Bike gesessen hat, auf einem elektronischen Fahrrad, wird mir das bestätigen. Es ist ein richtiger Fahrgenuss. Es ist leicht, es ist nicht wirklich anstrengend. Gerade bergauf haben Sie eine klare, entspannte Fahrhaltung hier. Aber wie gesagt, Sie können es theoretisch gesehen ohne Helm fahren. Das macht auch sicherlich der ein oder andere. Aber wenn Sie wirklich einen vernünftigen Helm brauchen, haben wir den auch noch im Programm. Haben wir hier auf der Puppe drauf. Und den habe ich gesehen und mir gedacht, Mensch, der sieht aber mal klasse aus. Der ist nicht so, wie soll man sagen, so einfach und so allerweltsmäßig wie die meisten Fahrradhelme, die man kennt. Der sieht richtig peppig aus hier. Der sieht schnittig aus, ist auch gut durchlüftet, das heißt auch im Sommer gut zu tragen. Erfunden haben es eigentlich die Triathleten. Aha. Es waren nicht die Radrennfahrer, die haben sich ja geweigert, Helme zu tragen. Die haben mal so Lederkäppis aufgehabt mit so Ringen. Ach du je. Und da haben die Triathleten gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen vernünftige Fahrradhelme lernen. Und die haben da vor zig Jahren mit angefangen. Mittlerweile haben sich die Helme etabliert. Intelligente Eltern schützen ihren Kopf mit dem Helm, damit sie die Kinder auch dazu bringen. Wir haben sie in verschiedene Größen. Hier haben wir eine Größe 56, 57, 58. Der Preis ist unter 25 Euro. Und der Bestellnummer ist die NC 53, 87, 569. Der ist wirklich durchdacht hier. Schau mal, den kannst du natürlich in den verschiedenen Größen, einmal in S oder M, das ist so eine Kinder- bzw. Frauengröße, behaupte ich mal. Größe L geht dann eher so an die etwas größeren Männerköpfe ran. Und ich hatte Ihnen das gerade schon mal gezeigt. Sie können natürlich auch die Polster jederzeit weglassen, wenn Sie sie als störend empfinden, wobei die doch schon sehr angenehm sind. Man kann die auch da mal rausnehmen und zum Waschen. Das ist der Punkt. Weil man schwitzt ja auch, wenn man mal tüchtig unterwegs ist. Aber diesen Stellknopf hinten ist interessant, weil da kann ich den Helm wirklich auf meinen Kopfgröße passend machen. Mhm. Durch diesen Dreieckgurt, die da dran ist, ist er wirklich verkehrssicher an meinem Kopf. Ich habe gerade heute Morgen wieder gelesen in der Zeitung, Radfahrer, 52 Jahre alt, streift ein Auto, fällt auf den Kopf und ist tot. Bestes Beispiel. Warum ist das so? Weil die Leute sagen, kein Helm ist schicker. Richtig. Ich bin 65, aber ich trage schon seit 15 Jahren Helm. Ich möchte aber nicht der hübscheste Mensch in der Notaufnahme sein, oder? Das bestes ist Beispiel richtig. Ist Michael Schumacher. Mein Gott, der hat auch mit Helm erwischt. Möchte gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn er keinen Helm anhatte. Dann hätte er diesen ganzen Tortur nicht gehabt, weil er wäre schon längst tot gewesen. Genau, das ist der Punkt. Ja. Eine Sache würde ich ganz gerne noch kurz erwähnen. Das ist diese robuste Helmstruktur, die nennt man In-Mold-Technologie. Das heißt, wir haben hier also wirklich verschweißte Elemente. Das heißt, diese Schale und der Hartschaum sind beide miteinander verschweißt. Also keine Sollbruchstellen, die, wenn man genau einen Punkt trifft, bei älteren Helmen war das häufig so, sofort dann auseinanderfallen wie ein rohes Ei quasi. Hier hast du wirklich einen richtig ordentlichen Schutz. 20 Kammern für eine ordentliche Belüftung. Das gute Stück wiegt ungefähr so viel wie eine Scheibe Toast. Ist also absolut perfekt hier speziell für die Fahrradfahrer, für die Mountainbiker und speziell natürlich auch für die Herrschaften, die sich heute für unser E-Rädler entschieden haben. Schönes Teil hier. Die Bestellnummer, die NC 53 88569 für die Größe L, das ist Kopfgröße 58 bis 61. Helm auf
und Ihnen passiert nichts. Die Gefahr besteht immer. Sie müssen ja nicht unbedingt selber schuld sein, wenn was passiert. Aber der Kopf soll geschützt sein, weil das sind die innere Werte, die Sie haben. Genau. Und jetzt fahre ich nochmal. Im Studio tue ich das ohne Helm. Sehen Sie es mir nach. Viel Spaß damit.